schönen. Wann auch immer, was auch immer. Guten Appetit. Quasi, weil Zeit zum Essen ist ja immer. So. Genug gespoilert über eure Mittags-, Nachmittags- und Abendgewohnheiten. Hui, wir sind ja so voll, das können wir jetzt gar nicht mehr mitnehmen. Was haben wir denn da für einen Scheiß bei? Ah, lauter Scheiß. Spinnenaugen. Spinnenaugen gehen nämlich gleich mit. Weil wir wollen uns ja auch an der Alchemie mal ergötzen. Und gerade eben erreichte mich ein Kommentar von Magel, der meinte, Mann, warum machst du nicht einfach in-game so eine... Die Pflanze ist ja auch schon wieder fast da. In-game so eine Taskliste, also so eine To-Do-Liste. Und ich glaube, diese Wand ist dafür prädestiniert. Das werden wir dann gleich mal machen. Davon ab. davon ab, von diesen wunderschönen Dingen, müssen wir ja jetzt eine Sache tun. Und zwar das Portal in Betrieb nehmen. Dafür brauchen wir so ein paar Utensilien. Jetzt muss ich bloß erstmal... Der Keller ist ja auch noch offen. So. Der Keller ist zu. Für den Bauernhof haben wir auch schon. Das bleibt, ne? So, so. Genau, das kommt da drüben noch wieder rein. So. Was muss ich denn jetzt machen? Truhen haben wir auch. Drei Truhen. Die können wir auch erstmal da reinpacken. So. Weil hier fehlt ja jetzt die Truhe. Die mussten wir ja beim letzten Mal wegen des... gehst du ab. So. Wegen des Dings da. Also wegen des Aufbaus hier. Müssen wir die ja wegmachen. Ich glaube... Machen wir erstmal wieder hin. So. Irgendwie hängt meine Maus heute wieder. So, und dann können wir das ja... Das haben wir ja fertig gegossen. Ergo können wir den ganzen Klumpatsch hier auch reinwerfen. Überschüssiges Essen. Das Essen könnten wir ja hier lagern. Eimer können wir hier lagern. Oh. So, die Schere kommt da auch wieder rein. Was passiert denn, wenn das... Ah, okay. So, so ist auch hübsch. So, so, so. Och, machen wir mal so. So ist hübsch. Eisenaxt, Steinspitzhacke. Ah ja, die ist auch noch drin. Scheint in der Kiste. Ja, das können wir irgendwann mal entsorgen. Wir brauchen ja noch einen Müllschlucker. Und jetzt wissen wir ja auch, wo es Lava gibt. Also könnten wir uns auch mal unseren Müllschlucker bauen. Eben hatte ich doch noch was. Genau, der kommt da mit rein. Was haben wir noch gesehen? Ja, das waren die ganzen Kabels. Die kommen hier mal mit rein. Der Kies kommt da rein. Ach, wird das alle hier schön, ne? Ganz herrlich. Ganz herrlich schöne. Aber irgendwie hängt das hier alles so ein bisschen. Ja. Ist ja total doof. So. Na, ich hoffe, wir haben es richtig gebaut. Achso, wir müssen es ja erstmal wieder ausbuddeln. Unser schönes Portal. Was wir hier jetzt gemacht haben. Ja, der Brunnen kann da erstmal bleiben, würde ich sagen. Ah, so. Juhu! We've got a portal! Yay! Ja, und ich habe jetzt auch gelernt inzwischen, dass ich viel zu viel Obsidian gegossen habe, weil die Ecken braucht man nicht aus Obsidian. Ne? Das ist nicht wirklich nötig, aber Schaden tut es auch nicht. So, und damit es hier alles etwas hübscher noch wirkt, hauen wir jetzt hier diese Kante noch raus.
Gehen wir noch eins tiefer. Und dann wird das noch imposanter. Tja, und das Portal kriegen wir hier auch vorerst nicht mehr weg. Es liegt einfach daran, dass wir... dass wir noch keine Diamanten gefunden haben. Und auch die To-Do-Liste steht ja noch nicht. Das sind so viele Dinge, die man noch tun muss. So. So. Wo sind sie denn drin? Die sind da drin. Nee. Hab ich die alle verbraucht? Krass. Doch, die habe ich noch irgendwo. Ich habe sie wieder falsch weggepackt und finde sie jetzt nicht mehr. Das kann auch sein. So wie zum Beispiel diesen Stein da eben. Ah, nee. Da ist auch nicht drin. Ah, da ist die Kohle drin. Ja, 7 ist jetzt nicht gerade besonders viel. Stocken wir mal wieder auf. Kohle technisch. Holz. Nix. Dirt. Dirt. Ja. Kabels. So. Ja, 42 sollten erstmal reichen. Das ist doch eine gute Zahl. Ja, sieht doch hübscher aus als vorher. Ist okay. Ach, da oben stirbt schon wieder was. Na, das sieht doch so aus, wie ihr wollt, oder? Ist doch hübsch geworden hier. Unser Katakömmchen. Unser Portalraum. Direkt unterm Eingang. Genau. Weil, hier haben wir das Wasser. Ist eigentlich sehr schön geworden. Ja, doch, bin ich zufrieden. Bin ich sehr zufrieden mit, ja. Nur noch die Frage, ob wir die ganzen Stufen jetzt... Naja, ist ja schon fast wieder alle. Also machen wir mal die ganzen Stufen hier. Ja, auch ein bisschen doof. So. Sortiert ist es. Ich hader hier noch ein wenig mit meiner Maus, weil die hängt gerade wieder am Kabel, weil sie gleichzeitig lädt. Die kann das ja. Man kann sie gleichzeitig, während sie lädt, benutzen. Bloß dann hängt da so ein halber Rechner dran, gefühlt. Also rein von der... Nee, schau noch mal einer, guck. Na, du kleiner Scheißer. Kommst nicht rein. Boah, wenn sich da mal einer hier direkt vor... Ich will es gar nicht... Ich will es mir gar nicht ausmalen. Aber unsere Rüstung ist noch gut. Das können wir mal umpacken hier. Weil die brauchen wir bestimmt nicht dort, wo wir hingehen. Brauchen wir das alles nicht. Na doch, das brauchen wir schon. Ja, wir können ja auch gleich erstmal wieder zurück. Wir machen ja nur ein kurzes Stippvisite rüber, holen uns ein bisschen was und dann... Tja, außerdem muss ich ja wieder erwähnen, wir hören wieder Throng mit dem Album Throng Lived. Live, nicht Lived. The Ecstasy and the Agony heißt der aktuelle Track. So. Auch hier sagt, auch erwähnt, und ihr habt es bestimmt schon mitgekriegt. Entering Never. Na, herrlich. Mittendrin stand nur dabei. Oh mein Gott. Wir haben es geschafft. Wir sind im Never angekommen. Aber die Frameraten sind gerade echt weit unten. Das liegt einfach... Das ist einfach der Tatsache geschuldet. Gerade die Welt hier so ein bisschen simuliert, generiert und
dadurch halt etwas Performance verloren geht. Aber wir haben es geschafft. Wir sind in den Abgründen der Welt angekommen. Hier unten. Oha, oha, oha. So. Buck. Das sind zwei. Also muss man hier diese eine noch wegmachen. Weil ich will mir hier gleich mal ein bisschen Schutzraum und so. Also wir brauchen ja einen Startpunkt. Auch in der Unterwelt. Brauchen wir einen Startpunkt. Dieser ist ja nun hier, ergo bauen wir uns das hier mal ein bisschen aus. Oh, ich habe einen Gast gehört. Ah, da ist er. Tschüss. Gruselitsch. So, auf jeden Fall haben wir neues Material. Und das Nether-Material können wir ja auch gleich neben dem Nether-Portal sammeln. Nehmen wir also vier Kistchen mit. Und stellen uns hier. Ah. Ich vergaß, ich habe hier eins runtergesetzt. Naja, so, das wollte ich haben. So. Tink, tink. Zack, zack. Genau. Zack, zack. Back, back. So. Nether-Zeug sammeln wir einfach hier in diesen zwei Kisten. Können wir dann auch gleich noch zwischen Etagen einbauen und sowas. So, dass wir hier ein paar mehr Kistchen noch hinstellen. Für das, was wir aus dem Nether holen. Weil da werden wir uns jetzt mal öfter ein bisschen aufhalten müssen, weil wir brauchen Glowstone und sehr viele andere Dinge. Also langsam wird's doch. Ja. Der Portalraum ist auch schön geworden, finde ich. Jetzt auch mit den Kistchen da. Könnten noch ein bisschen Wasser. Ein bisschen Wasser fehlt noch. Ja. Wir werden hier schon noch Wasser machen. Wasser generieren. Vielleicht bauen wir uns auch rüber ins nächste oder so, dass wir das alles unterirdisch hier miteinander verbinden. Das sind ja doch eher Höhlenlebewesen, wir Minecrafter, wenn wir nicht gerade Bauernhäuser bauen. Da hängt die Maus schon wieder. Hier, habt ihr das gesehen? Bewegt sich kein Millimeter. Ich wüsste gerne mal, wo dieser Bug herkommt. Oder mein Schreibtisch ist zu dreckig. Nimm, 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 nimm. So. Oh, oh. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, 6 reichen. We need shelter. So. Willkommen dort, wo die Schweinelords. Ah, zum Glück. Er hat uns nicht entdeckt. Der doofe Gast. Zuck, zuck, zuck. Zuck, 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 zuck. Es geht ja nur erstmal um ein bisschen Sicherheit. Das Portal hier ein wenig abzusichern. Eisentür bauen wir uns auch gleich noch ein. Gegen die einfallenden Horden. Ich finde, der Cobblestone passt auch sehr schön zum Nether.
farblich jetzt schon mal. Ist das schon. Hinter der Steinwand verschanzt. Warten wir darauf, wie wir rauskommen. Ui, der ist ja auch da. Geht echt auf Konzentration, oder? Da ist er. Oh, ich brenne. Können wir hier eigentlich gleich mal so eine Pfütze zum Löschen hinstellen? Außerdem fällt mir gerade auf, ich heile. Ach doch, ich heile. Fällt mir gerade auf, dass mir. Hui. Bisschen was fehlt. Und zwar die da fehlen mir. Die muss ich mal auch mitnehmen, weil wir brauchen ja eine Art Dach. Und ein neues Schwert wäre auch nicht verkehrt. Also, ein Schwert. Neues Schwert. Mal gucken, Gasttöterschwert oder so. Das ist bestimmt immer noch da, die Stratte. Schon wieder sehr geschwiegen. Konzentration war das. Und das ist ein Schweinetyp. Ja, die müssen wir dann auch mal herausfordern, die Schweinetypen. Das machen wir nicht jetzt, das kommt später. Da grunzt da auch der Schweinetyp. Grunz, grunz. So, sollte auch reichen hier mit dem Dach. So. Dann können wir nachher wieder. Ah, toll.
ja nicht der, den wir brauchen. Den brauchen wir hier. Den brauchen wir hier. So. Um halt entsprechend hier anzusetzen. Gast hat sich wieder verpisst, ne? Naja, gut, besonders traurig sind wir darüber nicht, dass der jetzt nicht zur Party geblieben ist. So, höchste Konzentration. So, so. So, so. Durch die Unterwelt. Ja. So, die kann ich hier raushauen. Siehst du, die halben Dingsstufen hätte ich noch mitnehmen können. Also die Cobblestone Slabs wären echt noch eine Maßnahme gewesen. Herausforderung, so ein Blödsinn. Als ob man hier herausgefordert werden würde in dieser Scheiße, die wir hier schon wieder drinstecken. So ein Scheiß. So, mir reicht das aber jetzt auch mit, hübsch verziertem Dach. Der Kante. So, wir bauen nur noch einen Schornstein drauf. Das reicht uns an hübscher Verzierung. Von innen können wir auch noch was machen. Ist auch hübsch. Schließe ich jetzt einfach mal, so auch hübsch ist. So. Und wie sieht das aus? Ja, ziemlich kastig. Hahaha. Wie nennt sich das? Da hat der Gast uns einfach das Portal ausgeschossen. So ein Drecksvieh, ey. So ein Drecksvieh. Aber ja, wir können von hier aus nun weiter gehen. Weitermachen. So. Hol ich mal die Stone Slabs. Und mit diesem ersten Ausflug in den Nether, in die Unterwelt. Na, dass ich da nicht noch alles bei habe. Mit diesem ersten Ausflug ist es dann eigentlich auch schon wieder vorbei für diese Folge, sehe ich gerade. Die Musik ist nämlich fast alle. Ich weiß nicht, ob ich gleich noch eine aufnehme oder später mal. Das ist noch nicht so ganz raus. Na, toll. Immer einmal mehr, wie man braucht. Das ist ganz wichtig. So. 60 Stufen haben wir noch. So, ganz kurz so. So, so. Wirkt schon gut hier. Das ist okay. Also kann man mit leben. Wir brauchen Wasser da drin.
Draußen ist auch gerade dunkel, ist beste Zeit zum Wasser holen. Ist der Creeper noch da? Gerade nicht. So. Auf geht's! Wir müssen ja jetzt hier mal auch darüber nachdenken. Dass das komisch aussieht. Was war so? Genau. So. Das ist eine Eisentür, müssen wir auch noch machen. Geil. Ich glaube, Wasser wird wohl nichts. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, aber es sieht fast so aus. Scheiße. Was ist der hier auch noch direkt vor der Tür? Na komm. Komm. Hui. Autschi Bumbautschi, sag ich da mal. Das ganze Tür brennt. So ein Scheiß. Ich hatte es mit dem Wasser hier, war der perfekte Plan, ey. So, jetzt macht er das wieder. Ah, toll. Müssen wir wohl nach hinten raus. Nach vorne nicht rausgeht, müssen wir nach hinten raus. Das, was man braucht, immer nicht in der Hand zu haben, ist auch immer ein gern gesehenes und probantes Mittel, um sich selber die Knochen zu brechen, zum Beispiel. Ich wollte das jetzt an dieser Stelle einfach mal demonstrieren. Oh, ist das hier eklig. Gast's auch noch die ganze Zeit. So. Da ist der Schweinekrieger. Falls sich jemand gewundert hat, was das da oben ist. Das ist der Schweinekrieger. Aber immerhin, das Nether-Zeug hier lässt sich gut abbauen. Das ist schon mal ganz okay. Und vor allem, es brennt ewig. Ne? Das ist ja hier, wer mal einen schönen Kamin bauen möchte, nehmen wir etwas Nether-Zeug. Anzünden, brennt echt. Ewig und drei Tage. So. Hier noch? Ja, eigentlich ist das hier doof. Mal wegnehmen hier. Berg hier ein bisschen hübscher machen. Naja. Wie auch immer so ein Augenberg hübsch sein kann, ne? Das ist ja also das Problem mit diesen Augenbergen. Der ästhetische Grundwert ist ein anderer. So. Tja, in der nächsten Folge werden wir dann wohl mal Glowstone farmen, wa? Also. Ist hier gefährlich. So.
Weil mich das hier schon die ganze Zeit genervt hat, werde ich jetzt mal anders machen. Die ganze Zeit ist auch gut, ne? Ho, die 5 Minuten, die wir hier sind. So. Ja, so. Das mit dem Wasser war ja nicht so der große Plan. Machen wir das mal dazu. Da das ja nicht funktioniert hat. Ja, und das hier ist ganz toll. Echt super. Dass hier mal alles brennt. Da grunzt der Schweinemann. Absichern. Weil ich glaube, die Gasts schießen hier keine Löcher raus. Ich weiß nicht, ob der Stein hier unten auch ewig brennt, aber ich glaube, er geht irgendwann wieder aus. Wie es sich für so einen Stein, der brennt, gehört. Irgendwann ist vorbei. Den ganzen Feuergedöns. So. Oh. Oh, Never haben wir schon richtig viel. Schon richtig viel von dem Zeug. Hör dich. Ja, ja, ja. Ich höre dich. Doofer Gast. So. Mit dem Sichtschutz hier. Freundlichen Sichtschutz. Ach nee, das war die. Das war die Treppe. So. Ja. Muss ich nochmal anders machen. Weil da und da. Hochlatschen ist gut. Also auf den Kampf. Ist die Parasiten hier überall. Ach, da haben wir gleich zwei übereinander gelegt. Ist das schön. Da auch. Ja. Haben es ja. Das wären aber wieder zwei, ne? Vorbei mit der Steine. Naja.
Na, später mehr. Musik ist eh schon wieder eine Weile aus, aber im Neverfit ist gar nicht auf. Hier ächzt und stöhnt sowieso immer was. Na, aber der Eingang hier gefällt mir doch schon fast. Da bräuchte ich auch noch Slaps für. Ja, ist okay. Auf jeden Fall ist das Portal geschützt. Vorm Ausschießen. Und damit endet dann auch wieder diese Folge. Das Let's Plays. Ich hab wieder Club Mate. Ich bin glücklich. So einfach ist das manchmal im Leben. Oh, dass dieses Knistern so lange nachknistert. Ja, toll. Warum schmeiße ich das alles in diese Kiste? So, warum schmeiße ich das alles? Ach, ist ja echt nicht zum Aushalten. Findet ihr nicht auch? Ist total doof. So. 42, 21, 11. So. Tada. So, Pflastersteine. Ja. Ne? Damit würde ich sagen, auch wenn es hier immer wobbel, wobbel, wobbel jetzt. Geht. Na doch, immer mal wieder wobbelt so ein bisschen. Das Portal ist fertig. Wir waren im Never. Bis zur nächsten Folge. Bis dahin verbleibe ich da, wo ich bin. Und ihr da, wo ihr seid. Bis dann. Bye, bye.